Ist nicht so stark. Ich warte. So, sie sollte keinen Hit mehr abkriegen. Weil dann ist sie wieder instant tot. Erwischt! Fragt nur. Ihr habt es so gewollt. Natürlich. Und wieder einer weg. Wenn es das ist, was ihr wollt. Oh, hier ist sogar eine Wandnische. Ah, nur mit Schmieren drin. Schmieren, das können wir sein lassen. Oh, ist schon abgeklungen. Sehr gut. Der hat nicht gewirkt. Ich warte. Euer Wunsch ist mein Begehr. So, jetzt aber. Und wieder ein Unifarid weniger. Auf die Idee hätte ich damals kommen sollen. Das ist viel angenehmer, so zu kämpfen. Oh. Wurde aber auch Zeit. Sprecht schon unterwegs. Und da ist das passiert, was nicht passieren sollte. Nämlich, dass er mich gelähmt sieht. Keine große Herausforderung. So, einmal. Komm, 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 komm. Oh. Diesmal hat es zwei von uns getroffen. Halte die Augen. Und wie gesagt, gegen dieses Betäuben. Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern können. Ja? Ich kann nicht zufällig aufwecken oder so lernen. Nee, ich kann selber betäuben. Und Leute schlafen legen. Klopfen könnte ich, das tut aber keine Betäubung aufheben. Und hier unten ist, glaube ich, auch nichts. Zauberstein, nö. Mm-mm. Lähmung aufheben hebt leider kein Betäuben auf. Starres Denken. Bereich der frischen Luft, das ist nützlich, um Todeswolken wegzumachen. Glyphe der Abwehr. Aber nee, was aufwecken kann. Todesschutz. Mantel der Furcht. Heilige Macht. Nö. Handlungsfreiheit. Magieresistenz hilft wahrscheinlich auch nicht. Vereinte Kräfte auch nicht. Ja, da Schlaf und so weiter. Also gegen Betäubung helfen chaotische Befehle hauptsächlich. Ja, jetzt müssen wir halt wieder warten, bis sich das aufgelöst hat. Von da aus können wir den Raum da unten und auch irgendwie den Raum da oben, auch wenn ich hier keine Tür sehe. Wahrscheinlich eine Geheimtür. Und
Und wie gesagt, diese Schutztränke da, die ich jetzt habe, die Salzwassertränke, die hebe ich mir definitiv auf, bis ich im... Ich warte. Nun gut. Beim Hirn angekommen bin. Was ist Kaedon jetzt? Auch betäubt. Fragt nur, was immer, wenn ihr es wollt. Na gut, ein betäubter Kaedon ist jetzt nicht so schlimm. Das ist jedoch schlimm. Schreckenszauber. Das finde ich gerade irgendwie sehr amüsant. Ich helfe, wo immer ich kann. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Nächstes Mal. Wo immer Minsk auch hingeht, macht das. War nicht die beste Idee. Die Diele schon erledigt. Ich war. Ja gut, bist aufgewacht. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Aufgewacht und hast Minsk ein bisschen lediert vorher. Oh, da ist tatsächlich eine Geheimtür. So, dann gucken wir mal, was hier oben drin ist. Vielleicht haben wir mal Glück und finden einen Raum ohne Gedankenschinder. Das war dann doch wohl etwas zu viel verlangt. Ich bin bereit. Jawohl. Wie ihr wünscht. Na gut, während die beiden da vor sich hinlehmen. Gucken wir doch einfach mal, was hier drin ist. Insurgents und Imperium. Ein Kotau-Priester. Ja, okay. Hier unten sind wohl noch ein paar Zellen. Was erklärt, Oh, ihr seid aufgewacht. Sehr gut. So, so viel Bolzen haben wir noch. Was erklärt, woher die Kuo Tao gekommen sind. Ist mein Begehr. Die sind hier unten eingesperrt. Jedenfalls noch ein paar von ihnen. Sind ja noch zwei solche Zellen da. Was mich aber gerade wirklich mal interessieren würde, wie das wohl aussieht, wenn solche Gedankenschinder auf einen Leichnam treffen würden. Wer da die besseren Chancen hätte. Meine Laune ist schon schlecht genug. Oh. Ein Zwerg mit einem Ring. Ring der Feuerbeherrschung. Der Träger erhält Feuerresistenz. Der Träger kann Feuerelementare bezaubern. Kann einmal täglich brennende Hände einsetzen. Kann einmal täglich Zauberflammenschlag einsetzen.
Vince hat gar keine Ringe. Jetzt hat Vince sehr viel Feuerresistenz. Hä? Ja, woher hat er das zweite denn nochmal her? Stiefel der Vermeidung. Abwehrhelm vielleicht? Ah ja. Abwehrhelm, genau. Ich war keine große Herausforderung. Ihr habt es her, tun. Nehme die Erde. Na, der Erdkoloss wollte wohl nicht hören. Also darf er einfach mal fühlen. Ja, nun gut. So, selbe Art und Weise wieder. Oh, das ist ein bisschen arg viel jetzt. Fragt nur. Die Natur nimmt das Leben, das sie gar getan. Okay, hat aber trotzdem noch geklappt, ohne dass er da drauf geht. Tja, Gedankenschilder sind wegen ihrer natürlichen Kräfte recht garstig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe gerade, Talisa ist angeschlagen. Ich warte auf euren Befehl. Aber gerne. Ich warte. Keine große Herausforderung. So. Warum sind hier zwei Sachen? Stabschleuder, aber das zweite kann ich nicht anklicken. Oder ist das hier ein Bug irgendwie? Ja, verstanden. Ja, nun gut. Fragt nur, was immer ihr wünscht. Was kann ich tun? Das ist schneller als Chick-Ticker Schnellpratze. Ach Gott, eine Tür, die nur von einem Gedankenschinder geöffnet werden kann, ist ein bisschen blöd. Nach Datum. Eine seltsame Tür hindert mich daran, einen Weg durch die Delfinenschaft fortzusetzen. Außer den Gedankenschindern selbst kann wohl nur ein Wesen mit großer Macht die Tür aufbrechen. Ah, supi. Wenn ihr es wollt. Okay, okay. Schön. Los, spuck es aus. Geht klar. Ich warte, natürlich. Habt ihr einen Plan? Führt mit, so sei es denn. Okay, Keldon, wieder dasselbe Spielchen. Sicherheitshalber sollte ich hier unten noch zwei Halsbänder holen, weil wahrscheinlich muss ich ihn mehrmals bekehren. Ja, okay, ich kann nicht mehr. Ihr berührt die Maschine und stellt fest, dass sie erkaltet ist. Sie besitzt nicht mehr genug Energie. Mhm. Meine Dienste und mein Leben, wenn nötig. Ja gut, noch scheint es zu halten.